Sommersonnenwende. Ja, ich habe ja heute Morgen schon das Video gemacht von der Kräuterwanderung. Ich wollte das eigentlich heute Abend machen, aber ich habe das jetzt heute Morgen gemacht, weil ja dieses Wetter halt angekündigt war heute. Der Wind, und ich wusste ja nicht, ob es regnet oder was noch kommt. Wer weiß das schon? Und ja, was ich auch festgestellt habe, also ich bin der Meinung, na, wo ist er? Da. Dass das auch noch ein halber Mond ist. Als dass da auch noch mal, jetzt, dass da jetzt auch noch mal zusätzlich etwas wirkt. So ganz genau, wie die Einflüsse der Planeten so ist, glaube ich, weiß ja keiner so richtig hundertprozentig. Wir wissen, dass der Mond Einfluss hat, und ich denke einfach, dass diese Wende der Sonne, dass die heute jetzt den Einfluss macht mit dem Wind. Also es war heute Morgen innerhalb von kürzester Zeit einfach zugezogen. Und ja, es war schon sehr auffällig, dieser Wechsel so von jetzt auf gleich. Und wie gesagt, jetzt hier so dieser Wind, der auch bis heute Abend genau bis um 21 Uhr gehen soll, finde ich, ist bezeichnend dafür, dass da Mächte wirken, die halt ziemlich mächtig sind, ja, mit diesem Wind und so. Wahrscheinlich haben wir noch Glück, dass es nicht auch noch auf den Vollmond fällt. Ich denke mal, das werde ich auch noch erleben, dass das so ist. Und da bin ich mal gespannt, wie da an diesem Tag die Sonne sein wird, wie das Wetter sein wird an dem Tag. Also heute Morgen hat jemand gesagt, Frühlingsanfang, soviel ich weiß, ist heute Sommeranfang. Und das bedeutet ja auch, dass jetzt ab sofort, weil es ist ja genau ein halbes Jahr dann bis zur nächsten Sonnenwende, dass jetzt ab sofort die Tage wieder kürzer werden bis zum 21. Dezember. Und also ich finde es sehr seltsam, dass es so ist, weil ja, ich gehe mal einen anderen Weg. Andere Wege gehen. Weil ich weiß, dass normalerweise in der Höchstzeit es immer bis bis um 11 irgendwie hell war. Also bin ich der Meinung, mich daran zu erinnern. Und heute Morgen war es halt, also jetzt gestern Abend war es vielleicht bis um 10 hell. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Aber es ist ja auch egal. Es ist, wie es ist. Wir können nichts dran ändern. Und ja, ab heute werden die Tage wieder kürzer. Das bedeutet früher, also länger dunkel und früher dunkel. Ja. Und ja. Ich bin sowieso gespannt, wie alles wird. Es sind ja jetzt da nächste Woche Ferien bei uns hier in Hessen. Und alle meinten, das Wetter würde immer schlecht werden, wenn die Ferien anfangen. Wenn das wirklich so ist, dann haben wir wohl ab nächste Woche schlechteres Wetter. Ja, ich meine, schlechter wie jetzt die ganze Zeit, das kann viel bedeuten, weil wir haben ja jetzt wirklich seit März ganz super tolles Wetter. Sind ja total verwöhnt. Und deswegen, ja, das wollte ich halt mal gesagt haben mit der Sommersonnenwende, dass wir sehr viele Einflüsse haben. Ich merke auch den Einfluss von der Venus
Aber es hilft ja alles nichts. Gibt trotzdem niemanden für mich. Zumindest im Moment nicht. Ob es irgendwann jemanden geben wird, werden wir sehen. Ich habe halt, was ich für mich gemacht habe, ich habe versucht, mich mit der Venus zu verbinden, weil es ist ja doof, wenn ich Sehnsucht habe, wenn da keiner ist für mich oder keine. Jo. Ich hoffe, dass es euch besser geht, dass ihr das leben könnt, was ihr fühlt, und verabschiede mich für jetzt. Bis dann, ciao.